Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. So, und damit herzlich willkommen bei Metro 2033. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren. Und hallo. Als ich zu mir kam, jagte uns eine Horde Mosanis. Aber unser Freund Artyom war okay. Anscheinend hat der Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Ups, was soll das? Er auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Wer bist du nochmal? Ich trinke ebenfalls auf einen so netten Kerl. Okay, ich raff grad nicht, was das hier soll. Ist mir auch egal, ich geh einfach mal ein bisschen rum. Ich hab meine Rechte! Lass mich aus der Station raus! Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Das interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Aha, also man bekommt sehr viel mit von den Leuten hier. Ich habe mir jetzt übrigens auch das Buch gekauft, Metro 2033. Sonderangebote! Uapa! Beste Waffen von den Hübsche Waffe. Sie ist ziemlich geil. Das ist wirklich ziemlich geil und ich könnte dann auch, wenn ich es mal im fortgeschrittenen Maße gelesen habe, ich bin jetzt momentan im ersten Kapitel und das haben wir ja schon hinter uns, beziehungsweise es ist jetzt nicht so das gleiche wie das Spiel auch, aber so ungefähr für gibt es schon die ähnliche Atmosphäre her. Ich kein Geld. Scheiße, das ist falsch. Abbruch! So geht Abbruch. Ich kaufe bei dir nichts. Schau wie so ein DDR-Nazi. Nur zum Ausatmen. Neue Filter für Gasmaske, ich hab sie noch nie gebraucht. Dynamit. Handgranate mit Sicherung. Das hört sich gut an. Das hört sich verdammt gut an. Ah, ich muss es nicht. Ich muss es noch lernen. Ja. Maul nicht rum. Hallo? Ich finde es richtig geil, dass du fast mit jedem Kerl interagieren kannst, indem du einfach zu ihm hingehst und der labert dich dann zu. Ist zwar ein bisschen verwirrend jetzt im Let's Play. Bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Ja, bin ich. Hey, krasser Scheiß. Wow, ich finde Sie, Artyom. Ja. Auf der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Er ist irgendwie groß und unheimlich. Und er riecht auch nicht gut. Ach, ich sollte jetzt besser gehen. Bin ich gewohnt. Danke, gehen wir. Für eine Patrone, ja? Da kann man nicht mal ordentlich wursten für das Geld. Kitty? Hey, gehen wir. Kitty? Ah ja, okay. Es ist ziemlich dunkel hier. Und ich höre Leute schnarchen. Das sind wir lieber leise. Nicht, dass wir die kleinen Leute aufwecken. Hopp, fahr halt weiter. Los, fahr halt weiter. So. Was ist denn das? Aschenbecher. Nee, Kerze. Noch eine Kerze. Moon. Da lag Moon, ich habe sie gar nicht gesehen. Finde ich, überall, wo Kerzen sind, liegt Moon. Und ich kann die Griffel nicht aufhalten. Los. Wo ist denn unser Kerli? Komm her. Du bist hallo. Artyom, richtig? Also, ich richtig. Wiedersehen. So ein golliges kleines Kitty. Ja, ich will aber auf den Stuhl, ja? Ich will aber hier drauf. Arschloch. Hopp, komm. Man nennt mich Bourbon. Ah, den kenne ich. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Welch Wunder, ich kenne schon so einen. Aber wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen. Und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Gibst du mir sie jetzt? Ist das abgemacht. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Aha. Bist du bereit? Nehme ich gerne. Ich bin bereit. Noch zu Hawken ist nutzlos. Gib mir das. Und da gibt's Tee. Ich möchte Tee. Wo haben die den Ofen her? Ofen in der U-Bahn-Station in Moskau. Alles klar. Los, du stinkst, hat der Kleine gesagt. Und du bist gruselig. Und ich laufe hier an meinem Tee vorbei. An meinem Tee, an meiner Kerze. Ist hier auch was? Nein, da ist nichts.
Wo bist du? Scheiße, wo ist der hin? Hier ist er lang. Hey, hier haben wir einen Alex, einen Tequila. Er spielt Dota, wow. Hehe, wenn ihr ein Let's Play Dota von ihm sehen wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Sonst werde ich ihn ganz doll ärgern. Weil er weiß nichts davon, yay. Ich hätte ja auch helfen können, das ist doch mal so ein Dings. Oh mein Gott, die kenne ich nicht. Oh mein Gott, die kenne ich echt nicht. Und ich will jetzt Psychoscheiße erleben, ja? Verlorene Tunnels. Als ich mit Burden den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Ja, genau. Wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen. Die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben. Aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Okay. Macht mir jetzt gar keine Angst oder so. Scheiß drauf, ob wir hier gestorben sind und nicht. Hey! Da war ein Viech, Mann. Du hast es verscheucht. Arschloch. Wackel mal nicht nur mit deiner Kamera. Mit deinem Licht. Boah, ich bin so durcheinander. Wahrscheinlich, weil ich gestern fast nicht gepennt habe. Ich bin so fertig. Ich habe jetzt Bock auf Ratten, schwarze Action oder so. Jetzt gehen diese scheiß Geräusche wieder los. Und ich freue mich so richtig auf den nächsten Teil Metro. Boden, dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören.